Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir befinden uns hier im Krankenhaus und sind auf der Suche nach einer Probe von Werwolfblut, die die hier angeblich gefunden haben. Kommen wir in das Schloss rein? Jawohl, das ist gut. Ich schätze mal, wir dürfen uns hier nicht aufhalten, deswegen... Oh, ja, bleibe ich. Okay, dann schüchtern wir den, beziehungsweise versuchen wir mal ihn zu drohen, aber ich gehöre hierher und brauche ihre Schlüssel. Dankeschön. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Gut, das geht nicht. Ich glaube, ich müsste hier dringend mal mein Dings öffnen. Oder ich suche mir einfach hier Schlüssel. Oh, lecker Pizza. Donuts und Eclairs, wie es scheint. Hier haben wir noch einen Zettel. Okay, Jason, kannst du Malcolms Passwort für mich ändern? Er will ein neues namens Panarchy. Das scheint dann wohl seine neue Affäre zu sein. Ja, so Pizza hätte auch was. Ganz ruhig, Wachmann, ganz ruhig. Gut, jetzt kommen wir hier zumindest rein. Und können die Sachen entriegeln, glaube ich. Einmal hacken, jawohl, schaffen wir. Dosierung. Dann einmal entriegeln. Jawohl. Und dann noch den Schrank. Ups, falsche Taste. Wahrscheinlich ist das auch wieder Dosierung. Nein. Ah, Page. Alles klar, das bitte auch entriegeln. Okay, jetzt ist allerdings die Kamera aktiviert. Die müssen wir dann noch irgendwie ausschalten. Mal schauen, wo. So, das wird erstmal gespeichert. Und ab nach draußen. Kommen wir da rein. Mist. Seelenstärke, Präsenz. Ich glaube, Blutmacht war das, wo wir unsere Fähigkeiten nochmal steigern können. Ups, wollte ich nicht. Ah, und der Typ hat uns entdeckt, aber jetzt sollte es reichen, oder? Ja. Gut, das lade ich aber gerade nochmal neu. Müssen wir dann gucken, dass wir das so timen, dass der Wachmann gerade weg ist. Wo kann ich die vielleicht nochmal irgendwie verscheuchen? Wo ist er denn? Da ist er. Kollege. Ja. Ja genau, verpiss dich mal grad. Noch ein Schlüssel. Kamera. Hacken. Ja, das hat sich, glaube ich, gelohnt. Betäubungsmittelkamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen würden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Alles klar, okay. Die Arzneimittelkamera. Gut, also dran denken, Arzneimittel sind aktiviert. Das wird wahrscheinlich hier für die Arzneimittel sein. Gut.
Das hier ist dann wohl der Betäubung. Ne, das sind die Arzneimittel, oder? Ja. Gut. Wohl ne, Prescript, das werden wohl die Arzneimittel sein. Ach komm, so, speichern einfach ab. Der bewegt sich jetzt gerade hier schön rüber. Das heißt, einmal Blut macht, dann das Ganze öffnen. Schnell rein. Das öffnen. Mist. Stufe 5. Da müssen wir noch irgendwie gucken, dass wir den Dings. Ja, da irgendwie noch weiterkommen. Okay, jetzt hätten wir das. Speichern wir schnell ab. Ah, hier ist jetzt, glaube ich, die Kamera aktiv, oder? Nö, doch nicht. Na dann. Na komm. Zack, damit hätten wir dann das Werwolfsblut. Okay. Wir haben das Werwolfblut. Ich weiß allerdings halt nicht, ob jetzt die Kamera uns aufgenommen hat, aber ich glaube, die blinken. Soweit ich weiß. Ach, ja. Hier steht es natürlich vor der Tür. So, ich speichere mal gerade richtig ab. Ich will nämlich gerade mal versuchen, den mal ein wenig zu nuckeln. Und stopp. So, zumindest ein bisschen was an Blut wieder zurückbekommen. Der scheint noch paralysiert zu sein. Ah, hier wäre der Versorgungsraum. Und da können wir, glaube ich, dann hochklettern. Und durch den Lüftungsschacht. Wenn das denn jetzt klappt. Sehr gut. Ich glaube, von da könnten wir dann, hätten wir auch dann die Kamera ausschalten können, notfalls. Wo kommen wir denn sonst noch hier hin? Ah ja, genau, hier wäre jetzt der nächste. Auch und hier wären wir jetzt in das. Alles klar. Gut, ich denke mal, da hätten wir hier soweit alles erledigt. Dann begeben wir uns schnell nochmal nach draußen und ab in unser Apartment. Beziehungsweise mal ins Haus. Und ja, da dann mal weiter. Was haben wir denn hier? Megahertz Computing. Computergeschäft, ne? Brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht. Erstmal den Auftrag abschließen. Ach, falsche Richtung. Obwohl, komm, wenn wir gerade mal hier draußen sind, dann gehen wir doch mal ins Diner und fragen nach der Lilly. Also die jetzt die anderen zu den Dünnblütigen gemacht hat. So, erstmal schauen. Oh, hier ist sogar noch was zu essen über. Lecker, lecker. Auf Toilette können wir nicht. Dabei müsste ich so dringend mal. Mit euch beiden können wir nicht reden. Wer bist du? Something I can help you with. Wie läuft's denn bei dir so? I don't see how that's any business of yours. Ich wollte nicht stören. Goodbye then.
Der Kerl, aha, gut. So, Kassiererin, ich denke mal, du wirst Bescheid wissen. Die Sache ist schlecht, das rieche ich. Sie sieht, und das da sieht aus wie ein Rattenknödel. Ja. Das bin ich tatsächlich und ich werde diesen verdammten Laden dicht machen. Wahrscheinlich. Okay, ich habe noch weitere feine Etablissements zu inspizieren. Okay, Sie haben hier zu fortschrittlicher Stunde nicht irgendwelche blassen, eigenartigen Typen gesehen? Nö, ich suche hier, hier ein Pärchen. Surfertyp und sie ein hübsches Mädchen. Und irgendwelche Mädchen, so blasse Mädchen? Ah. Schon mal den Ausdruck dünnblütige gehört? Und hat vielleicht jemand versucht, irgendjemandes Blut zu trinken? Okay, vielleicht kommen wir mit den Dünnblütigen weiter. Vielleicht hat er neulich ein seltsames, hübsches Mädchen darüber gesprochen? She left some stuff here. You seem to know her. Why don't you give it back to her if you run into her? Klar, machen wir. Jetzt haben wir Lilis Habseligkeiten. Und das Auftragsbuch wurde aktualisiert. Foto eines Mädchens. Das schauen wir uns natürlich direkt mal an. Schlüsselbund. Da. Ach, das ist die, die wir im Dings hatten, oder? Dry Santa Monica Lily. Das ist die, die wir im Krankenhaus getroffen haben, die letzte Folge, der wir unser Blut gegeben haben. Geldbörse hat jemand im Diner liegen lassen. Okay. Können wir leider nicht öffnen. Also werden wir richtig reich. Gut. Dann schauen wir mal, was unser Auftragsbuch jetzt sagt. Sie haben Lillys Habseligkeiten aus dem Diner geholt. Es ist ein Foto, ein Schlüssel und eine Kautionsgutschrift. Eine Kautionsgutschrift. Alles klar, dann. Gut, dann geben wir jetzt erstmal das Werwolfblut ab. Und schauen dann mal weiter. Ja, vielleicht müssen wir nachher doch nochmal hier auf die gute Dame in Rot zurückgreifen, weil wir noch etwas Blut brauchen. Aber soweit ich weiß, kosten die dann auch was. Aber werden wir dann sehen. Ein bisschen was haben wir auf der hohen Kante. Ja, so. Dann geben wir doch erstmal das Ding ab. Ach, der Kollege ist wieder hier. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir das doch mal gerade aus, oder? So, haben wir jetzt hier unsere private Blutkammer, wie es scheint. Und nach scheinen die sich dann auch zu regenerieren. Finde ich praktisch. So. Ach Quatsch, wir müssen ja nach unten. Schon ganz vergessen. So. Und da legen wir jetzt das Werwolfblut ab. Aristokraten. Blutskonserve.
Ach nee, das sind. Moment. Nee, wieder annehmen. Das sind hier, glaube ich, Questgegenstände oder so. So. Nein, will ich auch nicht ablegen. Hep. Das ist jetzt da drin, oder? Ja, gut. Ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen, ist der Auftrag erfüllt. Hoffe ich zumindest mal. Ja. Das gab Maskeradenbonus. Hätten wir jetzt einen Maskeradenpunkt verloren, hätten wir den jetzt halt wieder damit aufgefüllt. Okay, sehen Sie später nach Ihrer Belohnung. Ich glaube, die ist dann auch in dem Briefkasten. Gut, dann... Ich glaube, ich würde mich dann doch eher nochmal auf die Suche nach dem... Ich gehe erstmal ins Pfandleihhaus. Guck mal, was mit dieser Kautionsgutschrift, ob wir da was mit anfangen können. Und Tattoo-Laden gibt es ja auch. Nett. So. Oh, ich sehe eine Menge Zeug rumliegen. Ja. How's it going? You looking to buy or sell or... Ich würde ganz gern was verkaufen. Really? Let me see what you got. Hier den Goldring können wir verkaufen. Ach nee, Moment, das können wir kaufen. Ja, und dann können wir mal den Goldring verkaufen. Zack. Kautionsschein bei Kilpatrick. Die auf einen Rolf Toten ausgestellt wurde. Okay. Ja, das lohnt sich nicht. Das Autoradio noch. Beliebtes Autoradio-Modell. Auch das verkaufen wir. Na komm. Will er nicht verkaufen? Doch. Pillenfläschchen. Pff, behalte ich mal noch. Gut. Das heißt, wir waren falsch und müssen zu Kilpatrick. Ach Mist, wollte ich nicht. Ups, dann füllen wir das gerade nochmal auf. Da kommt er ja schon. Na, 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 komm, komm, komm. Ich habe nicht die ganze Folgezeit. Ist eh gleich um. So. Njam, njam, njam. Sehr schön. So eine eigene Blutquelle ist schon fantastisch. Gut, dann gehen wir doch mal Richtung Kilpatrick. Santa Monica 3. Trips Pawn Shop. Wird wahrscheinlich da hinten irgendwo sein. Da kommen wir ja nicht rein. Ups. Da auch nicht. Foxy Boxes. Hier wäre zu. Sonst noch irgendwas Interessantes hier in der Ecke? Ein paar Penner. Da, Kilpatrick. Sehr schön. Da gehen wir dann das nächste Mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.